Herr Giller, enttäuschte Gesichter am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Heute wurde darüber entschieden, ob denn die Rundfunkabgabe rechtens ist. Wie ist der Prozess ausgegangen? Das Bundesverwaltungsgericht hat nach umfassender Würdigung der Sache und Rechtslage den Rundfunkbeitrag gestützt und die Revision zurückgewiesen. Das heißt jetzt Ende der Fahnenstange? Nein, hier und heute ist sicherlich nicht das letzte Wort gesprochen worden. Das Bundesverwaltungsgericht hat deutlich gemacht, dass es hier um Grundrechtsfragen geht. An 2, 3 Punkten hat es auch deutlich gemacht, dass es sich intensiver mit der Sache beschäftigen musste. Und genau das sind auch die Punkte, die wir im Rahmen der Verfassungsbeschwerde angreifen werden. Das heißt, für Ihre Kläger wird es weitergehen im Optimalfall vor das Bundesverfassungsgericht nach Karlsruhe? Ich gehe davon aus, dass die Kläger diesen Weg gehen werden, ja. Wie hat das Gericht denn seine Entscheidung argumentiert? Im Großen und Ganzen hat es zunächst festgestellt, dass das Bundesverfassungsgericht, an dessen Vorgaben das Bundesverwaltungsgericht immer gebunden ist, eine Zwangsabgabe als akzeptabel bewertet hat, schon zu dem vergangenen Gebührenmodell, und es letztendlich der Gebührenzahler selber ist, der verschuldet hat, dass es zu dieser Systemänderung kam, weil schlicht und ergreifend viel zu viele sich abgemeldet haben, ohne tatsächlich keine Rundfunkgeräte zu haben. Kam denn auch zur Sprache, wie man sich technisch hätte wappnen können, damit man eben ähnlich wie bei privaten Fernsehanstalten, man sagen könnte, mit einer sogenannten Box könnte man das öffentlich-rechtliche Fernsehen empfangen? Diskutiert wurde die Sache, allerdings hat das Bundesverwaltungsgericht deutlich gemacht, dass es insofern ganz auf der Linie des Bundesverfassungsgerichts keine Lösung für akzeptabel hält, die in irgendeiner Art und Weise vom Nutzungsverhalten des Bürgers abhängt, sodass auch gebührenpflichtige Geräte oder ähnlich wie diese Pay-TV-Systeme nicht akzeptabel sind, weil man sich dann immer von Quote abhängig macht, und genau das soll öffentlich-rechtliches Fernsehen nicht.